Wir sind heute hier in Hamburg und wir durften deine neue Frühjahr-Sommer-Kollektion für Heine ansehen. Sehr feminin, sehr fraulich, sehr viele Kleider, sehr viele Röcke. Was hat dich dazu bewegt, diese feminine Linie extremer einzuschlagen? Also ich glaube eben, dass für Frauen, auch gerade im Plus-Bereich oder für verstärkeren Frauen, eben feminine Looks Sinn machen, weil die einfach die Körper dazu haben. Ich sage ja ganz häufig, dass viele schlanke Frauen manchmal gar nicht alles so gut tragen können. Es gibt natürlich viele Sachen, die, die reinschlüpfen können, aber so richtig Leben bringt doch manchmal eben auch ein bisschen Körper. Und das finde ich gerade besonders schön bei den Kleidern, so bei den schwingenden Kleidern. Und wir haben verschiedene Längen ja gemacht, eben nach Beingröße sozusagen. Und ich glaube auch die Muster sind einfach schön. Und das ist so ein bisschen retro, die ganze Kollektion. Es hat ja so ganz leichten Retro. Aber das stellt auch wieder dieses Feminine in den Vordergrund und das ist ja für den nächsten Frühjahr, Sommer auch ein gutes Thema. Und deshalb ist, glaube ich, die Kollektion sehr feminin geworden. Sehr interessante Farben auch, dieses Blass-Himbeer, ein toller Ton. Vielleicht sagst du uns ein paar Top-Trends für die Mädels, für die Frühjahr-Sommer-Kollektion. Welche Farben? Also die Farben sind auf jeden Fall sehr schön, insofern, dass sie was Neues bekommen. Es gibt neue Arten von Blautönen, die eben so ein schönes Tintenblau bekommen. Es gibt eben sehr schöne Töne, die eben auch, wir nennen es so jetzt mal Koralle, das ist so ein Korallton, der auch Flamingoton sein könnte. Also wirklich ein Rot, was aber kein Rot ist, sondern was irgendwie blass genug ist, was sich sehr schön kombinieren lässt mit Weiß. Was ich sehr, sehr, sehr liebe. Ich mag auch die Kombination von diesen Grautönen mit diesen Flamingotönen. Das ist sehr frisch und schöne Muster. Wir haben ja auch sehr schöne Tuniken und schöne Blusen gemacht mit so ganz leichten Streumustern, die eben so ein bisschen erzählen. Und dann würde ich sagen, ist sicher für mich ein großer Trend Jacquard. Jacquard in all seinen Variationen. Das Esel für Plus-Size sehr geeignet, in diesen großen, schönen Jacken, die man nehmen kann. Trotzdem sind sie leicht. Und ich glaube, für mich einer der Highlight-Artikel der Saison ist sicher auch mein ganz leichter Sommertrench, den ich gemacht habe. Dieser Trench, der ist, glaube ich, wirklich ein Must-Have für viele Plus-Size-Frauen, weil der sich so toll kombinieren lässt. In der Kombination mit dieser Hose fand ich, das mit dem Oberteil, das leicht bestickte, das ist so eine Eleganz, die ich auch im Sommer sehe. Und das ist, glaube ich, das, was für mich so die Haupttrends sind. Geblumt haben wir auch gesehen. Sind Blumen für dich eher ein Sommerthema? Ich glaube, Blumen ist eigentlich für mich so ein Jahresthema, weil ich Blumen sehr liebe und mich im Winter die Blumen natürlich an den Sommer erinnern und umgekehrt. Es ist so, dass Blumen natürlich, wenn sie großflächig sind und gut gemacht sind, schon auch was tun können für Blass. Es darf natürlich nicht die eine Chrysantheme sein, die auf dem Busen, auf dem Hintern ist, aber es gibt große Muster, können manchmal auch schön ablenken, wenn die Farben harmonisch zusammen sind. Manchmal besser als Streublumen, finde ich. Also wenn zu viele kleine Blüten, dann macht das fast noch größer. Das sieht man ja auch bei den Tuniken. Das habe ich ja auch vorhin kurz bei der Präsentation erzählt. Deswegen glaube ich, klare, schöne Formen in guten Schnitten. Das fand ich auch besonders bei diesem Muster ganz gut, bei diesem Maxi-Kleid, das ja auch ein großes florales Muster ist. Das macht einfach Lust auch auf Sommer und das kann man eben auch in den Herbst mit reinnehmen, mit Stiefeln tragen, mit Rollstrümpfen drunter, eine schöne Jacke drauf. Also ich glaube, dass Blüten ja mittlerweile auch ganz gut die Chance haben, auch so ein bisschen im Herbst noch reinzumarschieren. Das Poncho-Thema ist passé jetzt für ein Weilchen. Nee, Poncho ist, glaube ich, immer da. Poncho ist natürlich aber auch ein Schutz. Und im Frühjahr, Sommer ist eigentlich der Poncho der falsche Begleiter. Da können es große Tücher sein, Tuniken sein, auch leichte, wie mein Sommertrench ist mir da lieber als ein Poncho. Weil Poncho, finde ich, der hat zu tun, dass man ihn auch legen kann und dass man sich verstecken kann auch ein bisschen. Und das hat für mich mehr zu tun mit Kälte und ein bisschen Wind. Und der Sommer ist ja eigentlich dazu angelegt, dass man auch seinen Körper spürt. Und das sollen eben für mich, also für mein Verständnis eben auch Plus, vor allem oder einfach etwas kräftigere Damen, sehr wohl erleben, dass man eben mit Stoff das auch erreichen kann, ohne dass man sich zuhängt. Weil zuhängen, finde ich, muss sich keine Frau, die übergewichtig ist, sag ich mal, oder die einfach in der großen Größe zu Hause ist. Warum sollte sie das tun? Das wäre ja schade um die vielen tollen, schönen Frauen. Es gibt einfach auch zu viele Frauen, glaube ich, die auch einen femininen Körper haben. Und wenn man das zu sehr zuhängt, und das kann ja ein Poncho auch manchmal machen, ist toll, wenn man ihn im Herbst, Winter kombinieren kann, ist das eine gute Alternative, wenn man zum Mantel, manchmal auch zur Steppjacke, die auch häufig sehr dick ist, dann ist das schön. Und ich glaube, für den Sommer gibt es ja die tollen Tuniken und auch die schönen Sommerschals, die man immer nehmen kann. Die sollte man jede Frau im Schrank haben. Aber ich glaube eben, dass man eben auch mit schönen, gut geschnittenen Blusen, schönen Oberteilen und schönen Kleidern eben genau diesen Effekt auch bekommt, dass man behütet ist, ein bisschen kaschiert eben auch und trotzdem nicht verhangen ist. Dann noch eine Frage. Du hast so eine tolle schwarze Hose, die so ein Secret hat für die Körperform. Vielleicht, wenn du da noch was dazu erzählst. Das ist so eine intelligente Hose, sag ich mal. Eine Hose ist einem sehr schönen Jersey, die genug Stand hat, die leicht ist, aber trotzdem eben an den wichtigen Stellen Verstärkung hat. Das ist eine Innenseite der Oberschenkel, da wo man ja am Knie so ein auch im Gewebe ein bisschen vielleicht schwächer ist. Das gleiche gilt für die Außenseite der Schenkel. Das gleiche gilt auch für die Waden unten. Und dadurch hat die Hose eben an manchen Stellen drückt die so ein bisschen ganz leicht zusammen, ohne einzuengen. Und dadurch habe
merkt man eben halt an diesen Stellen, das ist ja häufig der Fall, gerade bei Innenschenkeln, dass man dann eigentlich okay aussieht, aber die Innenschenkel verraten dann doch, dass es nicht so stramm ist vielleicht. Und das macht die Hose ein bisschen wett, also so eine intelligente Fitting-Partner, würde ich das nennen. Und das war eigentlich ziemlich schwierig, das auch gut hinzubekommen, ohne halt, dass man raus eine Legging macht oder so eine Art Stretch-Geschichte oder so eine, sondern es ist natürlich vielleicht, ich nenne sie mal die Optimizer-Hose, das ist ein Optimierer eigentlich und der eben nur einen kleinen Effekt bekommt, aber der ausreicht einfach, um etwas wohlgeformter zu sein, an Stellen, wo Körper eben auch mal sich leider Beulen entwickelt. Ja, super. Ganz vielen Dank, Guido. Ich würde sagen, der Sommer kann kommen. Der kann kommen und ich wünsche euch alles Gute und natürlich euch allen einen Kuss.